morning I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Don't know if you'll get it, cause I can't express how thankful I am. That you're always with me when it hurts and all that you don't understand. Jetzt entspannt. I don't wanna lose. Ich bin die Rahel, ich bin 10 und ich komme aus Hema, das ist in der Nähe von Dortmund. Pass auf, Rahel, es ist so, was muss ich tun? Ich tue alles. Was muss ich tun, dass du zu uns kommst? Ich tue auch alles. Richtiges. Okay, aber wir sollten die Rahel noch nicht so unter Druck setzen. Erstmal wirklich, ich bin dabei, ich schließe mich Smudo an, wir machen alles. Oh. Ey, wer kommt da denn? Hallöchen. Mein kleiner Bruder. Kuckuck. Ja, wer bist du denn? Hallo. Du? Samuelia heißt. Samuelia. Wie alt bist du denn? 3 Jahre bin ich. Yeah. Yes. Und du bist ja schon genauso cool wie deine Schwester. Ja, ich kann schon richtig brüllen, dass die Wölfe heulen. Ja, ehrlich? Dass die Wölfe heulen? Wir haben auch einen Hamster. Ja. Oh Gott. Sag mal, wer ist denn bei euch der Boss in der Familie? In der Familie ist Papa der Boss. Okay, Gott sei Dank. Das ist zumindest gut. Ah, da ist Papa. Ah, ist der Mama. Hey. Hallo. Hi. Hallo. Wahrscheinlich nimmst du ihn wieder mit. Ja. Ja. Ihr seid ja eine coole Familie. Dankeschön, danke, danke. Ja. Okay, Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Aber Rahel, einmal zu deiner Stimme erstmal. So krass, du bist 10 Jahre alt. Wie lange du Töne ziehen kannst, das ist wirklich für dein Alter super erstaunlich. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Mich hat das sehr berührt. Ich finde, Zoe ist eine super Songauswahl. Ich weiß nicht, ob das ein Song von dir ist, den du magst, oder ob du Zoe gerne magst, ob das eine Art Vorbild ist, weil die auch mit dem Song gerade erst angefangen hat, wirklich bekannt zu werden. Ich kenne die Zoe tatsächlich ganz gut. Dann können wir uns gerne mal mit der gerne mal zusammenhocken. Keine leeren Versprechungen, Herr Weiß. Ja, bitte. Ja. Rahel, mein Kleiner ist auch ungefähr so alt wie dein Bruder. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zu Hause bei euch ordentlich Action ist. Ne? Da ist bestimmt ordentlich was los. Ich muss wirklich sagen, du stehst hier auf der Bühne, du strahlst, du hast Bock, dir macht das Spaß. Und ich glaube, jeder von uns wäre ein guter Coach für dich. Aber ich würde mich natürlich freuen, so eine Powerfrau wie dich in meinem Team zu haben. Absolut Powerfrau. Aber Rahel, in 10 Jahren zum Beispiel, ist das den Weg, den du gehen möchtest? Möchtest du große Bühnen füllen oder wo stellst du dir das vor, wenn du jetzt zum Beispiel 20 bist oder so? Ja, ich möchte auf jeden Fall viel erreichen. Ich möchte viele Fans haben, die mich unterstützen. Ja? Oh, süß. Viele Fans haben. Ich finde auch, dass das Wichtigste, was man hat, sind seine Fans und seine Fanbase. Ich muss dir dazu mal ganz kurz was zeigen. Es gibt zum Beispiel solche Art von Fans. Wir können es einmal kurz umdrehen, mal auf die Video wollen wir mal gucken. Was eine Frechheit. Du kannst solche Fans haben, ja. Ich weiß nicht, ob man es damit schaffen kann. Oder es gibt aber auch ein besseres Beispiel, ja. Man kann natürlich auch im Finale, wenn man eine große Fanbase hat, kann das zum Beispiel so aussehen.
Also, wie gesagt, wenn du später eine große Fanbase haben möchtest. Sag mal, findest du nicht auch, dass der Vincent ein bisschen ein Angeber ist? Das ist nein. Ja. Nein. Also, Rahel, was hörst du denn noch für Musik? Also ich höre Poplieder und so. Also meistens englische Lieder. Also ich höre nicht so oft deutsche Lieder. Ja, das ist auch besser so. Ne? Roman, was können wir denn für dich tun? Hast du denn Bock, dich auf meinen Stuhl zu setzen? Ja. Boah, das ist cool. Jetzt wird hier aber. Komm. Oh. Jetzt wird hier aber ausgepackt. Wir machen mal einen Tausch, okay? Cool. Hast du denn, guck mal, du kannst dich einfach hier hinsetzen. Guck mal, darf ich dir mal was vorsingen? Also ich will auch lieber eigentlich Rahel singen hören als dich, aber man hat nicht immer die Wahl, ne? Könnte ich ein bisschen meine Gitarre lauter haben, bitte? Okay. Und alles geht alles lauter? Nein, leider nicht. So, Rahel, das ist für dich, okay? Hab's nur für dich vorbereitet. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh. The father got a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved. Yeah. Danke. Ich hoffe, das hat dir gefallen oder das hat dir zumindest ein bisschen geholfen. Aber ich kann es nicht so sagen bei deinem Gesichtsausdruck. Es ist schon schwierig, oder? Hast du damit gerechnet, dass sich so viele Coaches umdrehen? Nein. Aber hattest du schon eine Idee oder einen Favoriten, bevor du gekommen bist? Ja, also eigentlich euch. Oh, eigentlich? Eigentlich. Ich hoffe ja sehr. Wir haben nicht aber jetzt hat sie die Fans gesehen und denkt sich so, wir brauchen auch ein paar junge Leute, nicht so Opas, wie der Vincent da gecastet hat. Rahel, du hast doch gesehen, wenn du zu mir kommst, dann können wir musizieren den ganzen Tag. Können wir schöne Lieder singen. Rahel, was du gesehen hast bei Vincent, war ja nicht die wirklichen Fanta-Fans, sondern die, von denen Vincent denkt, dass das Fanta-Fans sind. Genau. Aber die haben gesagt, die sind Fanta-Fans. Also okay, Rahel, bitte sag uns doch, wenn du also sonst nichts mehr wissen möchtest, deine Entscheidung, ob sich da vielleicht noch was geändert hat oder hoffentlich nicht. Also ich glaube, ich gehe zu den Fantas. Ja! Oh Mann. Weißt du, für nichts. Rahel, high five. High five. Wir freuen uns so derbe. Das ist ganz toll, dass du zu uns kommst. Und wir haben noch ein Teamgeschenk für dich. Das ist nämlich unser Teamrucksack mit Bandana, Team Michi und Smudo. Weil wir sind jetzt zusammen auf einer langen Reise. Das ist der Rucksack dafür. Danke. Hey, wir freuen uns ganz doll. Vielen Dank. Voll cool. Juhu. Applaus für Rahel. Jawohl. Hey. Und alles auf Rahel auf.